Hallo zusammen, hallo liebe Weltenentdecker und die, die es mal werden wollen, mich inbegriffen, zu einer, ja, etwas ungewöhnlichen nächsten Folge Anno 1800. Mit ganz, ganz vielen Mods natürlich. Ich freue mich riesig, dass ihr heute alle wieder dabei seid und reinschaut. Die letzten Folgen, die sind schon ein ganz kleines Stück her. Ich habe mal eine kleine Anno 1800 Pause gebraucht. Ich habe in dieses Projekt letztens unheimlich viel Energie, unheimlich viel Power reingesteckt. Und ja, das war schon ein bisschen. Wie soll ich das sagen? Das war schon ein bisschen traurig mit anzusehen, dass dieses Projekt mit Fortschritt oder mit fortschreitendem Gameplay so immer ein ganz kleines bisschen mehr zu Ende geht. Weil wir wissen ja ganz genau, die Testrange ging nochmal 2 Wochen und damit hat sie es. Aber wo ein Ende ist, ist auch wieder was Neues. Und deshalb geht es weiter bei uns jetzt hier im vorhandenen Spielstand. Ihr seht mittlerweile, ich habe nur noch 33.000 Einwohner. Ich habe wieder relativ wenig Einflusspunkte. Die Kohle, die sieht aus wie immer, weil ich habe nochmal die neue Welt geboostet mit dem Music to My Ears Mod. Das ist alles kein Problem. Ich habe nur mit dem Modder nochmal drüber gesprochen und der wollte mir sogar so viel. Das ist so ein offener Mensch, das ist unglaublich, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der hat sogar gesagt, ich hätte die Mod eventuell drinnen lassen können, wenn ich nicht weitere Aspekte dieser Mod hätte gezeigt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe mich dann mit ihm nochmal besprochen und habe dann gesagt, du, pass auf, wir machen das so. Ich mache einen Cut hier und zwar lade ich die nächste Gameplay-Folge vor deiner Mod hoch. Das heißt, diese Gameplay-Serie hier ist eigentlich, ja, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme am 6.8. Nachmittag bzw. Mittag ist es tatsächlich so, dass wir hier nahtlos in unserer Gameplay-Folge weitermachen können. Das heißt, ich habe euch eine extra kleine Playlist zu den New Horizons gemacht, inklusive Livestreams, inklusive erster, letzter Folge, inklusive Fazit und so weiter. Die ist jetzt beendet. Die markiere ich heute als beendet. Und hier gehen wir ganz normal in unserem Gameplay weiter. Ich habe euch ja gesagt, ich habe noch sehr, sehr viele Dinge vor. Die 2 Gegner besiegen. Ich möchte Crown Falls zu einer Schönbauinsel machen. Und wir haben noch so 2, 3 kleine Projekte, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Und deshalb geht es hier rein und wir zocken ganz, ganz gemütlich weiter. Übrigens, in diesem Spielstand existieren auch gerade keine Artistas. Wenn ihr euch mal das wieder ins Gedächtnis mal wieder zusammenruft, in einem der Livestreams hat man ja so weit gebastelt, Ich schaut bin mal, gespannt, was die ne, Zukunft alles dass bringen wir ja, wird. dass wir hier zumindest die Artistas hatten. Das ist jetzt leider auch nicht mehr der Fall. Und wir gehen noch mal ein Stück rein. Schaut mal, also uns fehlt auch in den Besa sehr, sehr viel, wie soll ich nur sagen, sehr, sehr viel Stuff, dass wir hier ganz normal in den Besa Richtung Forschungsinstitut weiterbauen können. Das, meine Lieben, erspare ich euch aber. Denn ich sag mal, Moment. Entschuldigung, bei den New Horizons war es so, dass wir das zusammen entdeckt haben und gerade das in Besa, diese ganze Story-Quest rum, das Forschungsinstitut, das dauert eine gefühlte Ewigkeit. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn ihr das nochmal sehen wollt. Aber wenn ich keinen Kommentar davon lese, dann mache ich das zwischen die Folgen weg. Ganz einfach. Wisst ihr warum? Weil ich es kann und zweitens, weil wir es alles schon gesehen haben. Leute, ich trinke auf euch ganz schnell. Ich habe gehört, draußen soll es jetzt übelst warm werden. Deshalb bin ich mit auch mal schnell nach Hause zum Aufnehmen. So, und die NBSA, ich sag mal die NBSA Story Quests und habe die ganzen Ältesten bzw. die Modalitäten dazu, wie viel man Älteste haben muss und das Ganze aufbauen. Das würde ich sagen, das mache ich dann auch zwischen die Folgen, damit wir hier nahtlos ein wieder, ja, wieder weiterzocken können, da wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Bei 1600 Ältesten, bei der Quest Richtung Forschungsinstitut und ich glaube sogar, wir durften das sogar aufbauen. Also so in dem Dreh werde ich dann zocken. Okay? Das mal so viel zu Embesa. In der neuen Welt habe ich so weit gezockt, dass ich hier in unserem kleinen, wie soll ich das sagen, hier in unserem kleinen Sommer-Event, hatte ich euch gerade gesagt, wenn ihr Bock habt, hier sehr, sehr gerne was hinbauen, was aufstellen, mir die Bilder schicken, beziehungsweise einer der Moderatoren. Wir werten es dann zusammen aus. Da gibt es dann so eine kleine, da gibt es dann so eine kleine Auswertung. Ja, gibt es wahrscheinlich einen Tag Zeit und da könnt ihr dann gerne wieder eure Stimme abgeben und wir küren dann die Bronzemedaille, die Silbermedaille und die Goldmedaille selbstverständlich wieder im Stream. Der Stream findet am 30.8. sollte der stattfinden. Ne? Von dem alles klar. Wenn ihr noch irgendwas braucht, wie gesagt, oder wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, gerne die Kommentare, beziehungsweise auch sehr, sehr gerne im Discord melden. Da sind alle Modalitäten bei Events Anno 1800. Es ist alles beschrieben. Da habe ich die Hacienda nochmal reingepackt, die Hacienda-Mod und auch hier den Stempel, den ihr dann gemütlich aufbauen könnt. Ihr müsst auch nicht auf Manola bauen. Seht das bitte nicht so eng.
Das Einzige, was er wirklich bauen sollte, ist dieses Layout hier außen. Und bitte, dass man halt die Häuser bzw. die Hacienda hier so in dem vorhandenen Layout baut. Das war's. Alles andere drin könnt ihr hinstellen, wie ihr gerne wollt. Ich habe die Regeln nochmal hingesetzt. Und ja, viel Spaß bei dem Gewinnspiel. Zwei Sachen gibt es zu gewinnen. Das eine wisst ihr schon, das andere lasse ich noch geheim. Wahrscheinlich bis nächste, übernächste Woche. Man braucht ja noch ein bisschen Spannung, ne, hier in der ganzen Sache. Aber ihr sollt selbstverständlich auch was dafür bekommen. So. Und jetzt gucken wir mal rein und schauen wir mal, wie viel wir jetzt hier Einwohner auf unserer Einwohnerinsel haben. 6.977. Ihr wisst ja, oh, versorgen Sie die Einwohner mit Bananen und Fische. Wie? Bananen und Absolut Fische? bereit. Ich hab keine Bananen und kein Fische. Frage, warum haben die keine Bananen und kein Fische? Das Schöne ist dran, dass wenn man hier mal wieder reinklickt, guck mal, Hier ne, der ist kein Ferras. Platz mehr. Guck mal, beeinflusst alle Produktionsgebäude. Der Ferras funktioniert wieder normal, wie das so immer sollte. Dann hast du hier die Mariana, die Meisterstylist. Dann haben wir wieder dabei. Dann hier zum Beispiel Coco Canel oder Coco Chanel, die hier noch sehr viele, die hier noch sehr viele Produkte nebenbei produziert. Einfach weil sie Bock hat und weil sie es kann. Gehen wir mal hier hoch. Da haben wir noch den, genau, Alfredo Linguini in The Little Chef, der auch sehr, sehr viele Waren nebenbei produziert. Finde ich immer so eine gelungene Sache. Gerade die Produkte, die man so ein bisschen nebenbei produzieren kann. Wo bist denn du jetzt? Motoren gestartet. Würdest du bitte mal hier folgen? Mir folgen. Und da kannst du ruhig deine Rotoren ein bisschen schneller drehen lassen. Das ist kein Problem. Wobei, die ist ja komplett geboostet. Ah ne, eher mit Trefferpunkten. Okay. Handelspreise, Trefferpunkte. Wow, Handelspreise. Und nochmal hier Bewegungsgeschwindigkeit. Sehr gut. So, du brauchst Bananen und Fische. Also mit den Bananen, das wird ja nicht so viel, ne? Und mit dem Fische, das wird ja auch nichts. Vorwärts! Leute, da müssen wir nochmal gucken. Da müssen wir noch mal, was ist denn hier los? Rein in die Produktion jetzt. So, Bananen. Uiuiui. Fisch. Hatten wir das so gebaut? So hier? Nee, ich glaube, wir hatten da Spezialisten mit drin. Also noch mehr wie jetzt, bis jetzt. Aber ist egal, das werden wir hier gemütlich basteln. So, 64. Was super sieht das mit drin? Kartoffelhof, Bananen, hier Fädensieht. Okay. Na, das ist ja das Richtige. Da schauen wir doch mal. Ach, das ist ja mein Lebensbalsam. Grüße an das liebe Fienchen. Das ist er. Das ist mein Gedankengut. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist mein Gedankengut. Gibt es nirgendwo. Gibt es nirgendwo. Fienchen hat da wieder ein Bild rausgepickt. Es ist unglaublich, es ist unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Sehr, sehr geil. Muss ich noch alles noch ein ganz kleines bisschen balancen. Aber Leute, aber es glaubt ihr noch nicht. Also wenn ihr bisher geguckt habt, dann mache ich gleich mal noch eine kleine Ankündigung. Ich bin ganz ehrlich zu den Urlaubsvorbereitungen. Ich habe tatsächlich eine anderthalbe Woche Urlaub. Aber das heißt Ende August. Und bis es dahin soweit ist, ich habe noch 2 Wochen Vollgas. Ich muss noch 2 Wochen sehr, sehr viele Dinge vorbereiten. Gerade auf Arbeit. Und auch gerade für euch ein paar Gameplay-Folgen mit aufnehmen. Sodass ihr auch was davon habt. Auch wenn ich im Urlaub bin, werde dann auf dem Zweitkanal sehr, sehr viele Dinge versuchen vorzubereiten. Da auch, wenn ihr Bock habt, sehr, sehr gerne ein Abo dalassen und auch die Glocke aktivieren. Das ist so ein bisschen so eine Survival-Ecke, wenn ihr da Lust drauf habt. Und ja, mehr kann ich da dazu erstmal nicht sagen. Es wird auf jeden Fall Content kommen. Ich weiß nur nicht, wie weit ich es schaffe. Also sehen wir das bitte nach. Und deshalb gibt es auch hier nicht jeden Tag eine Folge. Weil ich schaff's einfach nur mal. Ich schaffe das einfach nicht, ne? Also unglaublich. So, Bewegungsgeschwindigkeit, Schwarzsegel, 80%. Na klar, da gehen wir doch voll rein. Hier haben wir noch das Schild. Die versteckten Schotten, ja gut, ist egal, erstmal. So, passt mal auf, hier haben wir den Bananensieb, den habe ich gerade abgeholt. Das ist ganz wichtig, das Ding. Den Kakao, den Kaffeesieb ist für später auch geil, aber brauchen wir erstmal nicht. Gehen wir mal noch ein Stück weiter, passt auf. Nee, 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 nee. Es gab ja da auch noch einen anderen Bananenseed, aber ich glaube, das ist erstmal egal. Bananenplantage, die brauchen wir. Hacienda, Gewürzfarm, Kräutergarten, alle Baumschulen, Kakao, Kautschuk, Kaffee, Banane. Das ist aber nur die einfache Banane. Ah, das sehen wir gleich. Sehen wir gleich. Vielleicht steht es nur nicht drin. Das hier ist nochmal Baumschule für die Kirschen. Das hier ist der Maya-Tempel mit am Start. Hier ist die Schokofabrik. Ah, es ist alles so wunderschön. Hier kannst du wieder shoppen gehen ohne Ende. Die Baumpflegerin, die haben wir, glaube ich, auch nicht. Bananen, Hacienda-Bananen. Kommen die, nehmen wir mit rein. Jetzt fehlt uns aber.
eigentlich nicht nur sie, sondern ich glaube, es fehlt auch er. Irgendwas war da. Da gibt es auch nochmal so einen, da gibt es auch nochmal so einen Baumpfleger. Also was Ähnliches zumindest, ne? Nee, ich würde mal. Doch. 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 Wir fahren fort. Doch. Doch. Wir nehmen das. Wir gekauft. Gekauft für 50. Ach nee, das hatten wir ja früher. Das hatten wir früher mal im Glücksrad gesagt, ne? Oder wie war das? Ha! Kennt ihr die Serie noch? Oh. Mein Opa und meine Oma. Gesuchtet. Die haben es alles gewusst. Alles. Die haben sie alle platt gemacht. Wenn die da mal mitgespielt hätten, ich glaube, die hätten alles abgeräumt. Alles. Okay. So, warte mal, jetzt müssen wir mal. Augen gehen Himmel. Hier sind Ich noch ein bin in paar einer Ziege am Minute Start, da. aber das. Hier gehen wir hin. Das will ich haben. Oh, na, guck noch mal hin. Nur fliegen ist schöner. Ja, das stimmt. Da hast du völlig recht. Vor allen Dingen beim Fliegen bitte die Ziegelsteine nicht vergessen. So, dann Vorwärts! flieg mal ab. Ja, meine Stimme ist immer noch, ne, ihr merkt, meine Stimme ist immer noch angegriffen durch die Klimaanlage. Es ist unglaublich. So, okay. Jetzt hätten wir das alles mal. Wie gesagt, wir bräuchten noch ein ganz kleines bisschen Bananen. Da hauen wir dann gleich den Bananenseed hier mit rein. Bananen und Superseed. Dann gucken wir mal, dass wir hier uns noch ein ganz kleines bisschen ausbreiten. Das hatte ich ja schon in dem Addon gemacht. Das hatte ich ja schon in New Horizons gemacht. Da bin ich ja dann einfach. Ich glaube, ich habe das hier so gemacht. Hab hier dann ganz einfach hier noch so ein Teil angelegt. Fischefabrik auf. 20 macht 3. Okay, falls man nicht hinterherkommt, 20 macht 3 heißt bei mir 20 Sekunden für 3 Tonnen die Minute. Also so, das geht immer so ganz klein, das ist als Gedankengang durch meinen Kopf durch. Deshalb seht man das bitte nach, wenn ich, ich mal mit mir selber rede. Ach geil. Wir müssen das nochmal wegnehmen. Das ist hier, das ist wirklich inakzeptabel. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier noch besser hinplatzieren. Also hier können wir zur Not noch was platzieren. Hier auch. Machen wir ein was frei. Okay, das würde noch passen. Denkt dran, wir müssen hier auch noch diverse Kleinigkeiten hinsetzen. Zum Beispiel so ein Lager wäre cool. Das ist alles wieder Vergebnispotenzial hier, ne? Das ist alles hier auch. Oh, Mist. Hier fehlt die Verbindung jetzt. Wobei, wir haben ja Bilder in the Water, also das passt eigentlich. Aber das ist trotzdem. Ich meine, wir könnten auch das kleine Warenlager mit reinnehmen. Das wäre kein Problem. Wir könnten aber auch hier, ehrlich gesagt, das große mit reinnehmen. Braucht natürlich ganz schön viel Platz, ne, wie ihr das hier seht. Aber ist nicht schlimm. Bauen wir hier einmal hin und ganz einfach hier. Aber wohin damit? Ja, Moment, ich bin doch. Ich sag das doch gleich. Entspann dich, mein Freund. Das ist Quatsch, wie ich das hier unten hingebaut habe. Ganz ehrlich. Es lohnt, es nützt nichts für Platz. Ah, egal. Wir brauchen hier auf jeden Fall einen Durchgang. Das ist wichtig. So, dann nehmen wir hier noch einen. Dann nehmen wir das hier mal ein Stück weg. Wie Sie Genau. sehen, haben wir beide was davon. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber herzlichen Dank, lieber Schorner von Thün. So, das sollte jetzt lockerst ausreichen. Also, wenn das jetzt nicht reicht, dann heiße ich wirklich irgendwie anders. So, hier, da bauen wir das so. Und dann ziehen wir das als Linie doch hier rüber. Und hier könnten wir dann zur Not auch noch, ja, hier könnten wir auch noch ein paar Lagerplätze. Alles kein Problem, zur Not, wisst ihr, was wir machen? Zur Not drehen wir hier so ein Teil. Und dann drehen wir es zum Beispiel hierher, ne? Da können wir auch noch was hinsetzen. Hier können wir noch eines setzen. Also vom Platz her ist schon noch genug da, nur keine Sorge. So, das hier können wir auch nochmal upgraden, weil da können wir dann 4 Laderampen hier reinpacken. Hast du noch einen Boost am Start, also einen Ferrast? Nee, keinen. Egal. Egal, Wohin so. soll's gehen? Wohin soll es gehen? Einfach hier bleiben, hier warten, hier stehen bleiben, ganz kurz. Keine Angst, ich booste gleich den Spaß. So, dann nehmen wir. Haben wir Donalds Notizbuch? Nee, Donalds Notizbuch haben wir auch noch nicht. Gehen wir rein. So, dann würde ich gerne den Superseed auspacken. Und dann schauen wir mal, dass wir hier. Was bist denn du? Verbesserte Fregatte. Ui. Verbessertes königliches Krieg. Aha. Leute. Also,
Das hat was. Ganz ehrlich. So, der macht nichts, aber die beiden machen hier, okay, die beiden, die gehen richtig vorwärts. 50 nochmal 70% on top oben drauf. Statt 20 Sekunden haben wir jetzt 13. Warte, ich guck nochmal, ich check nochmal. Bam, bam. Nehmen wir mal raus. Ja, statt 20, 13. Was macht ein Donalds Notizbuch? Für was ist das? Beeinflusst Kakao, Kautschuk, Baumwolle, Bananen, aber nur die einfache. Okay, Hacienda Kaffee, Hacienda Kautschuk, Kakao und die Gewürzfarm, Kräutergarten. Das heißt, das können wir rauspacken. Da können wir die Baumpflegerin mit reinnehmen. Wir können ihn mit reinnehmen und ihn sieht. Leute, und jetzt geht es hier hin richtig vorwärts. Guckt euch das mal an. 12 Sekunden. Produzieren gleichzeitig etwas Tabak mit. Tabak, Paprika, Kartoffeln, Trauben. Sehr geil. Ja. Das ist schon, guck mal, 4 Tonnen Paprika on top. Einfach oben drauf. Warte, warte, waren gleich die Trauben hier. 4 Tonnen Trauben. 10 Tonnen Tabak. Alter, damit kann man ja richtig was anfangen. Konfitüre ebenso. Käse, hier guck mal, Maßanzüge. Also sogar die Maßanzüge könnten wir eigentlich, weil die sind ja richtig wertvoll, die könnten wir in der Speicherstadt gerne anbieten. Als Beispiel, ne? Weil ich glaube, die sind sogar wieder voll. Das Warenlager, wenn wir hier irgendwas benötigen, dann holen wir sie einfach in der Speicherstadt. Ah, ja. Okay. Dann haben wir sogar ein paar Benjos. Ja, ne? Die Gewürze sind voll. Und wir geben dann immer Gulasch ab. Das ist nicht schlimm. Im Gegenteil. So, und dann schauen wir mal auf unsere Einwohnerinsel. Ja, bleiben wir gleich mal in der neuen Welt, ne? Wie gesagt, ich habe euch erstmal versucht, so einen kleinen Überblick zu verschaffen. Wir bräuchten mal noch... Bereit für Ihre Lieferung? Ganz kleines bisschen Ware. Wir nehmen mal mit 18 Tonnen und 9. Bam, zack. Okay. Wir fahren fort. Ja, ja. Versorgen Sie den Einwohner. Also du musst jetzt das Zeug hier in den Konto wieder verladen. Aber das, ich glaube, da brauche ich euch nichts zu sagen. Da wisst ihr Bescheid. Ja. So, da unten hat sich wieder eine Quest aufgetan. Lady Margaret Hunt, sei gegrüßt. Ich bin alt, mein Kind. Folgen Sie der Spur zur Erleuchtung. Vor allem, wenn sie das so sagt, so. Hi. Ich bin alt. So, rein ist mit dem... Ist getan? Yep, ist es. Du hast dein Wort wieder gehalten, Chef. Oh. Dankeschön, sehr schön. Vielen lieben Dank. Ein neuer Auftrag? So, 20 Tonnen Kartoffeln. Mal sehen, ob wir hier sowas entbehren können. Die Kartoffeln, das ist ja für die neue Welt. Das sind die Kartoffeln immer etwas, genau, etwas weiter unten. So, wo müssen wir da hin? Okay. Ruder übernehmen. Na, dann fahr mal. Naja, das... Doch, jetzt geht's los. Doch, da warten wir. So, jetzt hätten wir das mal abgeschlossen. Jetzt gucken wir mal gemütlich nach Entbesa. Und dann muss ich ja gleich mal gucken, wie ich das, beziehungsweise was ich da noch vorbereiten muss. Denn das leckt alles ein ganz kleines bisschen. Warum? Weil ich den Spielstand erst so, wie er ist, zum zweiten Mal geladen habe. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit alle Mods wieder raus von New Horizons. Und dieser Spielstand braucht erstmal wieder ein ganz kleines Stück, um mal wieder angeschoben zu werden. Und deshalb dauert es immer mal so ein Stück, um irgendwelche Assets oder so, die noch nicht geladen sind. Dann hast du halt dann manchmal diese ganz kleinen Ruckler drin. Ist halt nun mal so. Also, ich sag mal, von der Test-Range, da hatte ich jetzt drin aktuell 378 Mods. Jetzt bin ich wieder zurückgegangen und habe jetzt ca. 237 habe ich vor uns gezählt. Habe dann nochmal hier und da nochmal eine schöne kleine Test-Mod mit reingenommen. Ich möchte euch ja immer noch was anbieten. Und ja, mehr ist es zurzeit noch nicht. Was ich euch aber noch anbieten kann, ist, dass wir hier noch eine kleine Upgrade-Party machen. Nächstes Problem ist, ich habe dich gar nicht erwartet. Warum gibt es hier so wenig Holz? Ja, warum gibt es denn hier so wenig Holz, meine Freunde? Habt ihr hier einen dringenden Bedarf an Holz oder was? Oder wie? Was macht ihr hier mit dem Holz? Wartet mal, gehen wir mal ein. Lager. Brauchen wir da dafür? Nee, für die Tonpfeifen. Eigentlich brauchen wir nichts.
Nee. Kommen Sie, seien Sie nicht. Okay, ich verstehe es jetzt zwar nicht ganz, aber das, ich komme schon nochmal dahinter, keine Sorge. Gerade noch rechtzeitig. Dankeschön. Exportieren wir das? Ich finde es noch aus. Keine Sorge, das finden wir noch aus. Keine Sorge. So, was haben wir denn hier am Start? Hier haben wir erstmal mal gar nichts mehr. Hier werden wir wieder, hier wird mal wieder ein bisschen Holz geschlagen. Dann würde ich sagen, wenn wir da schon da unten nicht so weit kommen mit dem Holz, dann machen wir es ganz einfach. Dann holen wir uns noch ein paar Wanzer-Holzfällerhütten. Die holen wir uns dann einfach und stellen die hier oben hin, oder? So hier, irgendwie. 86, 93 waren das gerade. 91. Wenn wir da noch einen Weg hinbauen, dann war es das. 91, 85. Ja gut, komm, dann muss das hier her. 1. 2. 3. So, jetzt haben wir 3 Stück. Die dürfen gerne Gas geben hier. Warte mal, haben wir hier die Möglichkeit... Hatten wir hier die Möglichkeit für ein kleines Lager? Gucken wir nochmal. Älteste... Ja, Lagerhaus und Depot. Aber da brauchen wir Holz dazu. Holz haben wir gerade auch nicht zur Hand. Okay. Speicherstadt können wir noch aufbauen. Also wir brauchen eh Holz und Fenster. Brauchen wir sowieso. Stattlicher als ein Frachtdampfer, oder? Dann dürft ihr beide mal zur Community Island aufbrechen. Und dann holen wir uns den dementsprechenden Stuff dort ab. Was hast denn du auf dem Herzen? Zeit, den Kindern eine Geschichte zu erzählen, um sie Tugend und Frömmigkeit zu lernen. Ich habe Teile der Farbe vergessen. Okay, entscheiden. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da lebte ein König, der einen Sohn hatte. Okay, dieser war zu einem freundlich mitfühlend. Eines Tages, als er der Königreich seines Vaters erkundete, stieß er auf eine junge Hirtin, der es nicht gelang, Wasser aus einem Brunnen zu ziehen. Nun war der Prinz, schlau wie er war, bat er einen Steinbrocken an das Ende des Seils, um das Ziehen zu erleichtern. Groß und stark, er zog am Seil und... Nee, wir machen das intelligenter, ne? Der schwere Küken kam zum Vorschein und die Hirtin dankte dem Prinzen mit einem Glas ihres edlen Honigs. Heute besann sie sich wieder um der Prinz und ging seiner Wege. So wanderte er weiter, bis er an die Grenze des Königreichs angelangte. Stundenlang war er gelaufen und nun sehr hungrig. Also öffnete er den Honigtopf, doch plötzlich baute sich ein Löwe vor ihm auf. Der Prinz teilte den Honig mit dem Löwen, schmierte sich mit Honig ein, damit der Löwe den Appetit verliere. Nee, ich würde sagen, wir teilen. Voller Überraschung schaute der Löwe ihn an. Noch nie bin ich einem Menschen begegnet, der keine Angst vor mir hatte. Und schon gar keinen, der sein Mahl mit mir teilen wollte. Der Prinz erwiderte, wir sollten immer ein gütiges Herz zeigen. Jeder verdient Mitgefühl, sei es Schaf, Mensch oder Löwe. Hat er recht. Beeindruckt von diesen weisen Worten beschloss der Löwe, den Prinzen in sein Königreich zu begleiten. Der Prinz wurde ein allseits geliebter König und er und der Löwe blieben bis an ihr Lebensende sehr gute Freunde und deshalb ist der Löwe heute das Wahrzeichen unserer Nation. Das war die Nationsgeschichte. Ich will sein wie der Prinz. Sein Wille schlau ist und geschickt. Boah. Dankeschön. Wenn man nach dem Herz entscheidet und nicht immer an sich selbst denkt, dann bekommt man auch was dafür. Ich sag immer, wenn ich was gebe, kriege ich es auch zurück. Gut, ist jetzt nicht überall der Fall. Im Internet zum Beispiel nicht immer. Aber trotzdem, größtenteils schon. So, ja, warum jetzt wieder 4? Ja, warum jetzt wieder 3? Wir bräuchten halt einfach noch ein bisschen Wanzerholz. Haben wir da, ja, da haben wir ein kleines bisschen. Haben wir noch ein Luftschiff da, ja. So, passt auf, das machen wir mal auf die Schnelle. Ne, 10 Tonnen will ich nicht, ich will schon Huni. So, das lasse ich da. Augen gehen Himmel, ich bin in einer Minute da. Ja, ja, dann flieg mal her, sei so gut. Flieg einfach mal her. Dann hauen wir hier das Holz raus. Dann dürfen die dort oben anfangen, Holz zu produzieren. Ein neuer Sonnenaufgang, ein neuer Tag, ein neues... Deshalb, das Holz wird benötigt. Ja, alles klar. Wanzerbretter 15. Aber wir stellen noch nichts her, weil es fehlt noch ein bisschen was. Was machen wir jetzt? So, jetzt aber schnell. Lagerhütten aufbauen. Los geht's. So, und jetzt dürfen die und jetzt geht's los. Okay. Wie gesagt, in der Zwischenzeit mache ich das hier fertig. Wie viel brauchen die? 17.
Das würde dann noch laufen. Heilvolle Wolken am Haus. Genau, das hauen wir raus, das passt. So, gucken wir mal nach Community Island, oder? Da hat wir ja gesagt, vorhin, wir bräuchten etwas Holz. Und nehmen wir mal einen Huni Holz mit und ein paar Fenster. Achtung, Kadett. Ich habe Befehle für Sie. Na, alles klar. Holen wir uns dann gleich, keine Sorge. Ab nach Entbesa. Ab nach Taborim, und zwar unser Taborim. Nicht das vom Onkel Kedema. So, und dann sind alle glücklich. So, was habt denn ihr hier noch? Boah, hier bist du nur im Quest machen. Eine Enigma-Aufgabe. Was ist denn? Weg, meine Theorie anzuwenden? Wisst ihr, was ich mache? Wir können es auch gerne durchlesen, aber meistens mache ich es dann so. Ich gucke dann einfach mal, ob es hier irgendwo ein Gebäude gibt, so in der Nähe. Und ich sage euch, das wird es gleich geben. Höchstwahrscheinlich ein Krankenhaus, eine Universität oder irgendwas. Okay, wir schauen mal. Beantworten. Die Ingenieure mischtet. Ja, ja, okay. Beantworten Sie das. Was macht dein Schiff schnell, wenn es gefüllt ist? Ich wollte eigentlich sagen Segel. Aber. Warte mal, hier gibt es auch irgendwo eine Segel. Ja, eine Sägeweberei. Ja, sehr schön. Okay, wirklich vielen lieben Dank. Auch wenn es voll ist, macht es das Schiff schnell. Ja gut, das macht es schon ein bisschen schneller, aber je voller das Schiff ist, desto mehr Segelpower brauchst du ja eigentlich, weil du musst ja die Masse, diese gewaltige Masse, musst du ja irgendwie vortragen. Die haben wieder eine Quest. Sag mal, wollt ihr mich veräbeln, Leute? Hilfe! Mein kleines Licht, lass mich raten. Mein Ersuchen geht im allgemeinen Trubel unter. Ich wollte gerade sagen, lass mich raten, der möchte, dass wir gerne ein Museum aufstellen. Der möchte, dass wir dort irgendwas aufstellen. Ne, zum Museum. Der möchte dort, dass wir, ich weiß nicht, was er, ich glaube, irgendein Artefakt, ne? Irgendwas. Ein Springbrunnen freudvoller Neuigkeiten. Na, dankeschön. Wir nehmen es gerade wieder weg. Ganz einfach. Wir brauchen es erstmal nicht. So, das ist die alte Welt. Das wollte ich euch eigentlich zeigen. Und du bist ja dann voll in diesem Quest-Modus drin. Wir bereiten uns dann langsam vor. Ne? Ihr wisst Bescheid, was noch zu tun ist. Zur Schönbauinsel Crown Forts brauche ich, glaube ich, nichts mehr dazu sagen. Das lassen wir heute im Schönbau. Und ich habe mich dann hier auch entschieden, was wir dann mit diesem Spielstand anstellen. Leute, dieser Spielstand bleibt uns bestehen. Warum? Weil ich einen Rekordbau machen möchte. Warum Rekordbau? Habe ich noch nie gemacht. Funktioniert mit Mods vielleicht ein ganz kleines bisschen anders wie im klassischen Stil. Das heißt, höchstwahrscheinlich brauchen wir vielleicht ein paar weniger Farmen. Gerade mit unseren großen Handelskammern muss man jetzt nicht wirklich jedes einzelne Segment boosten, sondern kann das wirklich komprimiert basteln. Und dadurch lassen sich garantiert ein paar mehr Inseln einfach nur mit einem Monat zupflastern. Was ich noch gerne euch anbieten würde, ist eine komplette Gelehrteninsel. Die haben wir auch noch nicht gebaut, weil mich würde mal interessieren, wie viele Gelehrte schaffen wir denn überhaupt zu versorgen? Also die Gelehrten, das ist so ein bisschen so ein eigenes kleines Völkchen, sehe ich auch ein. Auf der anderen Seite brauchen die ganz, ganz andere Waren. Und zwar Waren aus verschiedensten Teilen unserer Ländereien. Ne? Also damit kannst du nicht, die Gelehrten, die brauchen zum Beispiel nicht nur Kartoffeln, Schnaps und irgendwas anderes. Nein, die brauchen dann zum Beispiel diese berühmten Maßanzüge zum Beispiel. Die brauchen dann zum Beispiel diese Suppe, die es nur in Enbesa gibt. Und so weiter und so fort. Und um das zu realisieren, da würde ich dann ganz gerne mit euch wieder einsteigen in einer der nächsten Folgen oder vielleicht auch im Livestream, wenn wir dieses Forschungsinstitut fertig gebaut haben. Weil das ist ganz, ganz wichtig dadurch. Ohne Forschungsinstitut können wir keine Gutscheine für die Gelehrtenhäuser basteln. Und ohne die Gutscheine können wir eben keine Gelehrtenhäuser bauen. Ist halt so. Ne? Gut, hätten wir mal das besprochen. Jetzt würde ich mal gucken, das war einfach nochmal hier in der alten Welt, in der neuen Welt. Erst nochmal schauen, was die denn hier alles noch haben wollen. Und dazu, wir müssen uns halt einfach konzentrieren. Ne, das müssen wir abarbeiten. Gerade das Thema Burritos hatte ich ja, glaube ich, auch nochmal extra oder wollte ich extra bauen. Zum Thema Burrito-Boom gibt es vielleicht noch ein eigenes kleines Video oder ich tue mal gucken, dass ich noch irgendwo aus dem älteren Spielstand eventuell vielleicht nochmal in Stempel oder sowas herbringe, weil das ist schon eine Produktionskette. Aber Leute, die hat es in sich und das Geniale ist dran, es bietet wirklich sehr, sehr viele zusätzliche Einwohner. So viel kann ich schon mal versprechen. Was geht weiter? Mit Atole geht es weiter.
Dann runter zum Kaffee, zu den Melonen, Nähmaschinen aus der alten Welt, das ist klar, Kaugummis und Violin. Also die zwei, die würde ich mir sogar, muss ich ehrlich gestehen, ich würde mir die sogar aufsparen, die zwei, und würde dann mal schauen, dass zum Thema Kaugummi, zum Thema Violin, das holen wir uns vielleicht über die Speicherstadt. Da schauen wir mal, was wir der Speicherstadt anbieten können. Hier gibt es die Violinen, da brauchen wir eine Baumschule, da brauchen wir Zuckerrohr und etwas Kautschuk. Ja, es geht mit der Produktion, ne? So schlimm sieht es jetzt nicht aus. Und die Violinen, ja, gab es die nicht in der alten Welt? Ne, warte mal, die Violinen gab es auch in der Hacienda, genau. Guck mal, das ist schon ein bisschen was Heftigeres. Ich meine, Baumschule Kirschholz, kein Problem. Ich meine, Hochofen, diese Stahlbarren. Leute, alles kein Problem. Was ich eventuell aber zwingend sehr, sehr gerne holen würde aus der Speicherstadt, ist mindestens hier die Farben und Lacke. Ne, weil das muss sein, wenn wir dann die drei zusammen haben, dann bauen wir halt die extra irgendwo hin und dann holen wir uns die Violinmanufaktur. Weil ohne die Violinen, du kommst hier nicht weiter. Du kommst hier nicht weiter. Ne? Und die brauchen relativ wenig. 3 Tonnen Kaugummis und 2 Tonnen Violin, das sollte realisierbar sein. Na? So, dann würde ich mal sagen, für diese kleine Gameplay-Folge hört für den Tag, sollte es erstmal wieder gewesen sein. Nicht, dass ich wieder meine Lust an Anno 1800 verliere. Bis hierher, wenn ihr noch irgendwas habt, schreibt mir sehr, sehr gerne die Kommentare. Schreibt mich an. Ihr könnt auch gerne eine E-Mail schreiben. Ich habe mittlerweile so viel Post, so viel zu tun, dass ich es versuche, auf jedwedem Weg zu antworten. Denkt bitte dran, ich habe auch Instagram. Das steht hier unten. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. Und da haue ich auch immer mal so ein kleines Statement raus zum Thema neue Folge. Da hole ich mich euch vielleicht mal den einen oder anderen Tag etwas eher ab. Dann herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen. Ciao, ciao. Macht's gut.